Mein Name ist Alois Ruppert. Wir sind das Hotel Felsenland in Darm. Wir wollten nie einfach nur ein Hotel sein. Unsere Geschichte ist einzigartig. Wir sind tatsächlich 1996 auf der grünen Wiese gestartet. Wir haben Stein auf Stein unser erstes Häuschen gebaut. Inspiriert durch Urlaube in Ferienregionen habe ich mir mal vorgenommen, ich möchte gern hier in Darm, in dieser einzigartigen Landschaft, professionellen Tourismus machen, weil es die Region verdient hat. Wir wollten uns immer weiterentwickeln, wir wollten immer mehr Qualität und immer wieder auch modernisieren, neue Wege gehen. Heute ist es so, wenn die Gäste wiederkommen, sagen sie, Herr Ruppert, wir haben das Gefühl, wir kommen jedes Mal in ein neues Hotel. In einem sehr, sehr modernen Projekt werden wir weiterarbeiten. Unsere neuen Berglodges werden wir entstehen lassen. Es wird von außen ein sehr modernes Gebäude sein, mit viel Glas, mit sehr viel Holz. Es wird total in die Landschaft, in die Natur eingebunden sein. Und als Highlight auf den Dächern haben wir neue Photovoltaikflächen und wir kühlen mit dem Photovoltaikstrom über die Klimageräte die Zimmer. Und den weiteren Strom können wir für die E-Ladestationen in unserer Tiefgarage mit unseren beiden Ladestellen können wir das an die Autos weitergeben. Wir nehmen teil beim Tourismuspreis Rheinland-Pfalz, weil wir modern sind, weil wir innovativ sind, weil wir ein neues, tolles Projekt haben und natürlich, weil wir gewinnen wollen.